Guten Tag und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir haben eine Sommerhaustrennung. Für die Leute, die meinen Kanal schon so ein bisschen länger verfolgen, dürfte das jetzt nicht die krasse News sein, denn ich habe tatsächlich schon, ich glaube, so vor ein, zwei Wochen darüber berichtet. Jetzt ist es offiziell, Ricarda und Maurice gehen getrennte Wege, aber sie gehen nicht getrennte Wege, ohne nochmal so ein bisschen, ich sag jetzt mal vorsichtig, mit Dreck nacheinander zu werfen. Und was da genau passiert ist und was gesagt wurde, das erfahrt ihr von mir ausführlich in diesem Video. So, ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um die Trennung von Maurice und Ricarda. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich werde euch das Statement von Maurice zeigen. Ich werde was dazu sagen. Ich werde euch noch ein Statement von Ricarda zeigen und werde euch so ein bisschen sagen, was ich darüber denke. Und für alle Leute, die verwundert sind und sich so die Frage stellen, so, hä, warum darf man das denn schon vorher kommunizieren? Also generell ist es so, dass schon Trennungen öfter mal, sogar vor Start der Sendung, veröffentlicht wurden. Und ich finde es ehrlich gesagt auch legitim, weil das Konzept der Sendung ist ja nicht herauszufinden, ob die Beziehung hält, sondern das Konzept ist, Paare ziehen in das Sommerhaus, ein Paar gewinnt, that's it. Es geht hier nicht darum, hält die Beziehung das aus, pipapo, das ist nicht das Konzept der Sendung. Natürlich ist es immer so ein bisschen komisch, wenn man das schon im Vorfeld erfährt oder wie hier in dem Fall während der Sendung, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht problematisch und habe immer diese Fragestellung nicht verstanden, warum die Leute sagen, hey, warum darf man das denn verraten, weil das ist ja nicht das Konzept, ne? Es gab ja zuletzt schon diese Gerüchte, ich habe darüber auch ein Video gemacht und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nie das so gesehen habe, dass Maurice Ricarda jetzt in Anführungsstrichen betrügt, sondern it is what it is. Für mich war klar, die beiden sind einfach nicht mehr zusammen. Und ich habe mich auch an der Diskussion bei Instagram beteiligt und habe gesagt, dass ich das gut so finde oder dass es besser so ist. Ich sage euch auch, warum. Viele Leute sagen dann, ja, man kann an Dingen arbeiten, man kann an Dingen arbeiten. Ja, okay, Leute, man kann an Dingen arbeiten. Aber wenn bestimmte Grundsatzsachen einfach nicht passen, dann passen sie nicht. Sowas wie zum Beispiel Respekt, ja. Und wenn man wirklich über Lappalien permanent diskutiert und man irgendwie permanent nur Reibereien hat, da muss man sich ja die Frage stellen, passt das oder passt das nicht? Manchmal passt es einfach nicht und manchmal reicht Liebe auch einfach nicht aus. Und wenn es von Anfang an wirklich nur Terz gibt, woran will man arbeiten? Also manchmal passt einfach der Vibe so nicht, ja? Und wenn man sich dann noch in den Diskussionen permanent abwertet, dann bin ich sowieso raus und dann bin ich auch der Meinung, und das ist auch einfach besser, als wenn man getrennte Wege geht, weil ich mir dann so die Frage stelle, also okay, ich gehe doch nicht in eine Beziehung, um dann permanent Stress zu haben. Ich gehe doch nicht in eine Beziehung, um jeden Tag den Stress zu haben, den ich ohne diese Beziehung nicht hätte. Das ist mein Punkt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Wir fangen mit dem Statement von Maurice an. Ja, ist nicht super lang geworden, aber wir gucken mal und ich werde euch auf jeden Fall was dazu sagen und bin jetzt sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut in die Woche gestartet. Und ja, jetzt ist es endlich offiziell, bei Gott wirklich endlich sogar, dass es raus ist, dass Ricarda und ich nicht mehr zusammen sind tatsächlich. Weil, ja, auf der einen Seite finde ich das auch schon schön, ne? Weil wie viele haben mir unterstellt mit Fremdgeher hier, Fremdgeher da, aber die alle gesagt haben, Fremdgeher, ihr könnt mich auch weil, jetzt seht ihr, schwarz auf weiß, hör mal, ich war mit ihr nicht mehr zusammen und ich finde, dann ist es legitim, dass ich vielleicht der einen oder anderen Dame mal geschrieben habe, beziehungsweise und auch in Kontakt stand so. Und die gesagt haben, Ruiz geht fremd. Hör mal, am Arsch gehe ich fremd. Ich bin noch nie in meinem Leben fremd gegangen. Werde ich auch nicht, sondern im Gegenteil. Ich bin ein ehrlicher, loyaler Mensch und stehe immer zu dem, wer ich bin und auch zu meiner Meinung. Und von daher könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Und so viel zum Thema Fremdgeher. Deswegen hier. Einfach geil. Und ja, geil. Man merkt auf jeden Fall, er freut sich. Er betont auch nochmal, dass er nicht fremdgegangen ist. Habe ich jetzt, wie gesagt, auch gar nicht so wahrgenommen. Die einzige Frage, die ich mir dann da halt immer so stelle, ist irgendwie, also das jetzt mal so generell, ich würde da gar nicht so viel Wert auf die Meinung anderer Leute legen. Ne? Also ich meine, wenn man in die Öffentlichkeit geht, wenn man in diesem Reality-Business ist, dann hat irgendwie jeder eine Meinung zu allem, so wie ich jetzt natürlich auch. Aber man merkt ja, dass er so richtig happy ist und so richtig das nochmal betont. Ja, ich bin nicht fremdgegangen für alle, die es überhaupt haben. Ja, aber ist generell okay. Ich kann verstehen, dass ihm da auch irgendwie ein Stein vom Herzen fällt und dass er da jetzt auch einfach so ein bisschen erleichtert ist, dass die Trennung jetzt insofern offiziell ist. Und wisst ihr auch, was das Schöne ist? Wie viele haben gelabert, haben gesagt, hier, der hat mir so was, die Sachen versprochen. Der Junge hat eine Freundin und macht solche Sachen. Aber war nicht so. Und von daher, ich habe euch immer gesagt gehabt, sei dahingestellt, ne, wie ich zum Beispiel bei Spielen bin. Weiß ich nicht. Aber ich bin euch auch ehrlich, ich brauche keine Person, die alles nur mal auf leichten Schultern nimmt. Ich brauche eine Löwin an meiner Seite, nicht irgendwie so eine Hyäne, die nur stark ist in der Gruppe, sondern ich brauche eine Löwin. Verstehst du, was ich meine? Du brauchst nicht viele Menschen im Leben. Du brauchst deine Eltern, die hinter dir stehen. Du brauchst eine Frau, die hinter dir steht und einen besten Freund. Tolle Eltern habe ich. Ich habe einen besten Freund, der alles für mich tun würde, genau wie ich auch.
Und jetzt fehlt mir nur noch die richtige Frau an meiner Seite. Und dann kannst du jeden Krieg gewinnen im Leben. Versteht ihr, was ich meine? Und wie viel haben die alle geschwitzt? Leckt mich doch am... War unfassbar. Aber ich bin ruhig geblieben. Warum? Weil Leute reden viel, wenn der Tag lang ist. Und ich hoffe, das ist jetzt schon mal ein ganz kleiner Beweis, dass ich kein Schwätzer bin. Das finde ich einfach so super. Und endlich ist es raus. Da fällt mir auch ein Stein vom Herzen. Bin ich auch... Das, was er gerade gesagt hat, ich brauche die und die Partnerin und ich brauche keine Hyäne, sondern ich brauche eine Löwe. Dann denke ich mir so, ja... ist okay, aber zu dieser Erkenntnis hättest du auch vorher kommen können. Ne? Also das ist halt das, was ich meinte. So, du musst eine bestimmte Vorstellung haben von deinem Partner, von deiner Partnerin, whatever. Und dann musst du halt gucken, ob es passt. Und eine Beziehung einzugehen, wo man dann die ganze Zeit so weiß, ja, ich brauche aber das und das und das. Und das dann weiterzuführen und sich dann abzuwerten und dann permanent Beef zu haben, denke ich mir so, wofür? Also ich weiß auch, was ich für einen Anspruch an meinen Partner habe. Das wusste ich vorher. Und danach, suche ich meinen Partner irgendwie aus. Natürlich kann es sein, dass es im Alltag Differenzen gibt. Versteht mich nicht falsch. Ist auch komplett legitim. Aber ich finde einfach so, die Grundstimmung muss schon irgendwie passen. Ich würde jetzt gerne was anderes dazu sagen. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erst noch mal ganz kurz weiter. Weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommen da noch ein paar andere Sachen. Und bevor ich das jetzt alles doppelt und dreifach sage, gucken wir doch mal, was er noch zu sagen hat. Wisst ihr, was auch das Schöne ist? Die Leute urteilen jetzt so, boah, Ricarda, sei froh, dass du ihn los bist. Sei froh, dass du so einen Menschen los bist. Leute, ihr wisst doch alles gar nicht, was passiert ist. Sommerhaus wird euch noch die Augen öffnen, hundertprozentig, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da werdet ihr euch noch wundern und sagen, boah, Maurice, sorry, wir haben doch vielleicht falsch über dich gedacht, zu früh geurteilt. Weil wie ist es bei Menschen? Der Mensch urteilt immer ziemlich früh. Wartet doch einfach mal ab. Aber es ist auch privat sehr, sehr viel passiert, wovon ihr gar keine Ahnung habt. So, weißt du, was ich meine? Und Step by Step werdet ihr alles erfahren von mir persönlich. Ich schätze, Step by Step. Und dann werdet ihr denken, Maurice, tut mir leid, dass wir so über dich gedacht haben. Du bist doch gar nicht so verkehrt. Du bist zwar vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig oder auch ein bisschen impulsiv beziehungsweise sehr, sehr emotional. Das mag nicht jeder. Aber im Kern bist du wirklich ein Guter. Und von daher bin ich ziemlich entspannt. Und ihr werdet sehen, Step by Step, wartet ab. Ihr werdet alle schon selber mitkriegen. Manchmal muss man einfach Dinge haben, Weile. Also das ist kompletter Käse, was er da sagt. Also es geht gar nicht darum, ob er zu emotional ist, ob er zu ehrgeizig ist. Und niemand wird an diesen Punkt kommen, wo man sagen, oh Maurice, wir haben falsch über dich gedacht. Weil nochmal, ich sage jetzt nochmal an dieser Stelle, er hat sie abgewertet. Die ganze Zeit permanent. Und es ist vollkommen irrelevant, was passiert ist, es ist vollkommen irrelevant, was danach noch passieren wird, ja. Denn er versucht jetzt gerade in diese Richtung zu gehen, wo er versucht, bestimmte Sachen gegeneinander aufzuwiegen. Es wird sicherlich viele Momente geben, wo sich auch Ricarda nicht korrekt verhalten hat. Und diese Momente werden wir safe auch sehen. Es ändert nur leider nichts daran, dass er sie abgewertet hat. Und man wertet eine Person und vor allem eine Person, die man liebt, einfach nicht ab. Und wenn es in einer Situation, in einem Spiel, eine Situation gibt, wo er das Gefühl hat, die Partnerin gibt nicht Vollgas, dann kann er sich doch danach hinstellen und kann sagen, pass auf, Ricarda, ich finde das nicht schön, dass du hier nicht Vollgas gibst. Ich versuche hier wirklich für uns durchzupowern. Ich versuche für uns hier irgendwie ans Ziel zu kommen. Ich habe das Gefühl, bei dir ist es nicht so. Das ärgert mich, weil dann frage ich mich, warum wir hier sind. Ne? Merkt ihr was? Das kann man doch machen. Und alles andere ist einfach ein absolutes No-Go. Und das zu rechtfertigen durch, keine Ahnung, Ehrgeiz oder zu emotional. Du kannst emotional sein, deswegen musst du aber niemanden abwerten. Ja? Und vor allem dann noch mit Dingen, die gar nichts damit zu tun haben, ist ein absolutes No-Go. Und dann jetzt auch zu glauben, dass die Leute dann im Nachhinein sagen werden, tut uns leid, lieber Maurice, jetzt verstehen wir dich, warum du eine Person abgewertet hast. Nein, no way. Ich glaube, dass beide nicht zusammenpassen und wenn beide nicht zusammenpassen, dann liegt das auch in der Regel an beiden. Es kann ja nicht nur eine Person schuld sein, aber das, wofür er verurteilt wurde, bleibt einfach ein Fakt. Also daran wird sich auch nichts ändern. Und das finde ich sehr schade, dass er das so sagt, weil es meiner Meinung nach zeigt, dass er es gar nicht verstanden hat, was er falsch gemacht hat. Er versucht ja gerade die Schuld umzulenken. Käse, du bist dafür verantwortlich, was du sagst. Ende im Gelände. Also ich glaube, das sagt man so, ich hoffe. Und von daher, ich bin da relativ entspannt, weil die Wahrheit kommt immer raus, es ist so. Und ich nehme das auch schon selber in der Hand, so ist das nicht. Und von daher ist das einfach jetzt auch so, wie gesagt, ein Stein fällt von mir herab. Wie so ein Poet. Nee, aber so ist halt einfach so. Und von daher, ich bin relativ entspannt. Mich juckt das auch nicht, was ihr da alle erzählt mit Maurice, Kinderzimmer und was weiß ich. Bei Gott, ich bin froh, dass ich zu Hause wohne, dass ich Zeit mit meinen Eltern verbringe. Und mit dem Daddy und alles drum und dran. Ey, jeder hat seine Sache, worauf er steht. Ey. Der andere steht auf Füße.
Finde ich auch gut übrigens, aber so ist das so. Jeder, der andere steht drauf, wenn man sich verkleidet oder so, dann ist das so. Lass doch jedem Menschen machen, was er will. Und mit einen auf Maurice, du bist hier, du machst einen auf Ehrgeiz und so, und wo ist doch zu Hause? Darf ich nicht ehrgeizig sein und zu Hause wohnen? So, wo ist das Problem, Alter? Ich schwör. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Die Wahrheit ist, würde ich jetzt aber behaupten, dass ihr beide nicht zusammenpasst. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wir alle haben das ja schon bei Are You The One gesehen, da wussten wir das schon. Also ich frage mich dann immer so, was für eine Wahrheit ans Licht kommen soll. Das impliziert ja immer, dass alles nur an einer Person liegt. Und nochmal zu dieser ganzen Daddy-Thematik und nochmal Zuhause-Leben-Thematik. Ich finde das gar nicht schlimm und ich finde das irgendwie auch schön, dass er mit seiner Familie so close ist und so viel Zeit verbringt. Also ich meine, er ist erst 24, so warum soll er nicht mehr zu Hause wohnen? Ja klar, ich bin irgendwie mit 18 ausgezogen. Es war eine andere Zeit, jeder hat da auch einen anderen Rhythmus. Ich finde, das ist komplett okay. Ich glaube, was die Leute einfach nur schwierig finden, ist halt einfach diese Daddy-Sache. Und er hat, glaube ich, gar nicht verstanden, dass es nicht das Problem ist, dass er da so ein Daddy-Issue hat, also nicht ein Issue insofern, dass er auf Daddy steht, weil er steht ja auf Frauen, sondern dass er das mag, weil die Frau ihn Daddy nennt und das ist ja per se auch gar kein Problem. Die Leute haben sich nur darüber aufgeregt, sondern sie haben ihn im Prinzip nur aufgezogen, dass er so einen auf Daddy macht und es drauf steht, wenn er dort, also wenn das gesagt wird, aber er wohnt noch zu Hause und es ist weder das eine das Problem noch das andere, nur die Kombination aus beidem ist so ein bisschen strange, wo die Leute so sagen, so wie passt das zusammen? Auf der einen Seite willst du ja der Daddy sein, ja, der sich um die Frauen kümmert und so und dann wohnst du mal zu Hause bei Mama im Kinderzimmer. So, das ist, glaube ich, das. Da geht es weder um das eine noch das andere, sondern diese Kombination, die Leute einfach so ein bisschen strange finden. Also ich verstehe das wirklich nicht, aber wisst ihr, was das Schöne ist? Mich interessiert nicht, was ihr sagt, sondern mich interessiert viel mehr Leute, die mir wirklich schöne Sachen schreiben. Ist zwar ein bisschen weniger als die schreiben, so ist nicht, aber die, die immer Scheiße so zu sagen haben oder die schreiben, die sind eh immer am lautesten. Und von daher interessiert mich das sowieso nicht, sondern ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Und ich bleibe immer so, wie ich bin. Und auch hier toxischer Mann. Ja, und ich bin eifersüchtig. Ich stehe dazu. Ich brauche das selber auch, dass die Frau eifersüchtig ist. Ja, und wenn euch egal ist, was eure Freundin macht oder die soll machen, was sie will oder euer Partner, was weiß ich, ist mir egal. Bei mir ist das so. Wenn ich liebe, dann liebe ich richtig. Und von daher, ey, ich stehe zu dem, wer ich bin. Und also, ey, wenn ihr mich treffen wollt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall was anderes überlegen. Weil ich bin einfach stolz auf mich. Ich bin ein geiler Typ. Wird sich nie ändern. Und von daher wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Ganz wichtig, passt auf euch auf und bleibt immer, wie ihr seid. Eieieiei, liebe Leute. Also erstmal immer zu betonen, dass es einem komplett egal ist, was andere Leute da über einen sagen und denken. Aber dann eine ganze Story zu machen, die sich nur darum dreht, ist natürlich absoluter Käse. Und ich finde, okay, er ist 24, ich weiß, wie ich mit 24 war, auch irgendwie zu sagen, ja, ich brauche das, dass die Frau eifersüchtig ist und dass ich eifersüchtig bin und dass mir nicht egal ist, was mein Partner oder meine Partnerin, ja, mir ist doch auch nicht egal, was mein Partner macht. Darum geht es doch gar nicht. Es ist doch auch legitim, wenn man eifersüchtig ist, solange es in einem gesunden Rahmen ist. Und es ist doch auch legitim, wenn die Frau eifersüchtig ist, solange es im gesunden Rahmen ist. Was halt nicht okay ist, ist, wenn es im ungesunden Rahmen ist und wenn es darum geht, sich konsequent und permanent abzuwerten. Und dann denke ich immer so, ich glaube, er versteht es einfach nicht. Oder er will es nicht verstehen. Das finde ich sehr schade, weil ja die Punkte im Kern gar nicht das Problem sind, sondern die Art und Weise, wie, ja. Also ich meine, wem ist es egal, was der Partner oder die Partnerin macht? Niemandem. Aber er versteht gar nicht, dass das, was er da gemacht hat, einfach nicht okay ist. Und dass es auch generell kein guter Rahmen ist und auch kein gesunder Rahmen. Stellt euch mal vor, jemand würde mit ihm so reden. Stellt euch mal vor. Da würde er doch auch nicht sagen, ach ja, ist okay, ich finde es gut, wenn meine Partnerin so ist. Ja, bei meiner Partnerin ist nicht egal, was ich mache. Finde ich gut, finde ich okay. I don't think so. Dann hat Ricarda auch noch was dazu gesagt. Generell hat sie noch ein Statement abgegeben. Also erstmal hat ja Maurice dann nochmal so ein paar andere Sachen gedroppt, weil Ricarda hat da natürlich was von Promiflash repostet, hat er drunter geschrieben, du bist eine notorische Lügnerin, die Wahrheit wird noch rauskommen, warte ab. Dann hat er hier auch nochmal was anderes gepostet, also sie hat wieder was repostet, er hat einen Screenshot gemacht, oder besser gesagt, er wurde selber auch mitmarkiert. Da schreibt er drunter, pack du ruhig aus, aber achte auf das Echo. Und dann hat Ricarda einen Text gepostet, das Schöne ist, dass ihr alle wisst, wie er mich in der Beziehung behandelt hat und ich bin so unfassbar glücklich, dass ich wieder ich sein darf. Ich lache wieder und habe keine Panikattacken mehr. Gott sei Dank steht ihr als meine Familie, Freunde und beste Community hinter mir und ich verspreche euch, dass ich wieder aufstehen werde. Ihr wisst ja, nach jedem Tief kommt ein Hoch. Guckt euch bitte das Sommerhaus der Stars an und ihr könnt euer eigenes Bild machen. Jeder möchte gewinnen, aber es kommt meiner Meinung nach darauf an, wie. Und wenn man aggressiv ist und die Beziehung aufs Spiel setzt für Geld,
sagt das ja schon alles aus. Ich werde mich nicht mehr unterdrücken lassen und mir etwas verbieten lassen. Danke, dass ihr hinter mir steht. Also generell zum Thema Beziehung aufs Spiel setzen, das tun ja in dem Fall beide schon alleine durch die Teilnahme am Sommerhaus. Also das muss man bei beiden zuschreiben. Ne? Also das kann man jetzt nicht sagen, ist eine Schuld, die Teilnahme an sich ist ein Risiko. Aber im Kern stimme ich ihr natürlich zu. Und das ist ja auch letztendlich das, was ich hier im Vorfeld gesagt habe, dass eine Debatte immer einen bestimmten Rahmen haben muss. Ja, und dass der Umgang miteinander für mich einfach hochproblematisch war und dass es da auch keine Ausrede für gibt. Also ich finde, man muss sich im Griff haben, man muss sich unter Kontrolle haben und man muss sich reflektieren und überlegen, ob das ist, was man will, ob das der Weg ist, den man gehen will, ob das die Kommunikation ist, die man sich miteinander wünscht. Ich für meinen Fall wünsche es mir nicht. Ich habe es zum Glück auch nicht. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich bin jetzt mal sehr auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ihr Lieben. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich erstmal an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal.